Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und ich habe heute ein schickes Sockenmuster für euch. Das sieht kompliziert aus, ist dabei aber wirklich einfach zu machen und schön plastisch. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Für euer Sockenmuster braucht ihr natürlich Wolle und Nadeln. Ich habe hier meine Adi Crazy Trio Bambus. Geht auch prima mit dem Nadelspiel. Und ich habe heute die Gründel Hot Socks Malessine. Das ist vierfach Sockenwolle. Geht natürlich auch mit jeder Sockenwolle. Ich empfehle euch einfarbige Sockenwolle. Und dann braucht ihr ein Vielfaches von 8. Das heißt, ihr braucht eine Maschenzahl, die durch 8 teilbar ist. Ich habe hier 64 Maschen in der Runde, also hier in meinem Fall 32 pro Nadel. Beim Nadelspiel sind es dann 16 pro Nadel. Und dann müsst ihr ein Bündchen stricken aus 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 rechts, 2 links. So, und wenn ihr das Bündchen habt, dann können wir direkt mit dem Muster loslegen. Und dafür zählen wir von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen ab. Also quasi hinter die zweite rechte Rippe und da gehen wir hier zwischen den Maschen rein. Ja? Also wirklich, da ist die rechte Rippe, da ist die linke Rippe und dazwischen gehe ich rein. Also zwischen die Maschen reingehen, den Faden holen, hier durchziehen und vorne auf die Nadel legen. Ja, so, und dann strickt ihr hier die erste rechte Masche, das schiebt sich manchmal so ein bisschen hoch, das drückt ihr runter und dann strickt ihr die erste rechte Masche rechts zusammen mit diesem Faden und dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen anziehen, damit sich das auch ein bisschen rafft. Dann stricke ich die zweite Masche auch rechts und stricke jetzt hier meine Rippen weiter im Rippenmuster. So, also ich habe jetzt hier auch 2 rechts, 2 links, 2 rechts. Dann habe ich wieder 2 linke Maschen. So. Und jetzt habe ich wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen. Also hinter die rechte Rippe gehe ich rein. Stech wieder zwischen die Maschen dazwischen, hol mir den Faden raus, leg den hier auf die Nadel und dann drücke ich mir das hier mit dem Daumen ein bisschen runter, so seht ihr, und dann steche ich da ein, in beide Maschen zusammen einstechen, dann kann ich hier an dem Faden ziehen und das Ganze ein bisschen anziehen und jetzt stricke ich die beiden zusammen, dann stricke ich die zweite rechts. Und die nächsten einfach weiter im Muster. Und jetzt habe ich sozusagen die zweite rechte, also die nächsten rechten Rippen auch umwickelt. So, jetzt kommen wieder 2 linke. Ups. Und das Ganze wieder von vorne, also hier rein. Dann komm her. Faden holen, hier drauflegen, einstechen, anziehen und zusammenstricken. So. Und durch. So, und wieder 2 linke und dann haben wir das hier hinten nochmal. Also wieder zwischen die Maschen einstechen, Faden holen, auf die Nadel legen, die 2 hier vorne zusammenstricken, nächste rechts, dann 2 Maschen links, 2 rechte und 2 linke. So. So sieht das Ganze jetzt aus auf der vorderen Nadel. Das Ganze macht ihr auch auf der hinteren Nadel.
Und dann sehen wir uns am Rundenanfang wieder. So, ich habe meine Runde fertig und ihr seht, ich habe jetzt hier alle Maschen umwickelt. Rundrum. Und die nächsten drei Runden sind total einfach. Ihr strickt jetzt hier einfach weiter im Rippenmuster. Also zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. So, und das für insgesamt drei Runden. Das ist also ganz einfach. Und wenn ihr die drei Runden geschafft habt, dann sehen wir uns hier zur nächsten Musterrunde wieder. So, ich bin hier wieder am Rundenanfang und ich habe alle meine drei Runden gestrickt. Und jetzt versetzen wir unser Muster. Das heißt, wir haben hier vorne immer zwei Rippen zusammengewickelt, wie ihr seht. Und jetzt wickeln wir die nächsten zwei Rippen zusammen und damit ergibt sich eben dieses Wabenmuster. Das heißt, ich stricke hier vorne zuerst mal zwei Maschen rechts und zwei Maschen links. Um die Rippe kümmern wir uns am Ende der Runde. Jetzt habe ich hier wieder meine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen und da gehe ich hier auch wieder dahinter rein in die letzte Masche, leg mir den Faden vorne auf die Nadel, stech ein, so dass ich die beide zusammenstricken kann und ziehe dann hier an. Und dann stricke ich die beiden, also die erste Masche mit der Schlinge zusammen, dann eine rechts, zwei links, zwei rechts und dann zwei linke Maschen, das sind die Maschen zwischen den nächsten Rippen und hier kommen jetzt wieder meine sechs Maschen, also zwei rechte, zwei linke, zwei rechte und dahinter gehe ich wieder mit der Nadel rein, hol mir eine Schlaufe, leg die vorne auf die Nadel, stech hier wieder ein, strick die ersten beiden wieder zusammen mit der Schlaufe und dann eine rechts, zwei links, zwei rechts und dann die zwei linken zwischen den Rippen. So. Und hier wieder die nächsten sechs. So. Auf die Nadel und das Ganze zusammenstricken. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist also im Grunde genommen das Gleiche, wie wir es in der ersten Musterrunde gemacht haben. Mit dem Unterschied, dass wir das Ganze jetzt einfach eben um vier Maschen nach links versetzen. So, und jetzt seht ihr, bin ich am Ende der Nadel. Und hier habe ich nur noch zwei rechte, zwei linke. Und die anderen zwei rechten, die sind hier schon auf der anderen Nadel. Das heißt, ich muss jetzt also wirklich in die zwei rechten, hier zwischen die zwei rechten auf der anderen Nadel gehen. Ja, das ist wichtig. Da hole ich den Faden. Zack, na, wo bist du? So, da ist er. Den lege ich mir auch wieder hier vorne auf die Nadel. Das ist ein bisschen friemelig an der Stelle über den Nadelübergang. Aber das geht auch. Das machen wir ja nur in jeder zweiten Musterrunde. So. Und dann hier wieder meine zwei rechten. Da meine zwei linken und dann haben wir hier die zwei rechten, die hier jetzt schon umwickelt sind auf der anderen Nadel. So, das Ganze machen wir bis zum runden Ende. Das mache ich mal eben ganz fix. So, und hier bin ich bei meiner letzten rechten Rippe angekommen und wir haben ja hier die erste Rippe von der anderen Runde noch nicht umwickelt und das machen wir jetzt auch hier sozusagen am runden Ende und dafür gehe ich jetzt auch hier hinter die Rippe. Wenn ihr das ganz genau machen wollt, dann geht ihr hier sozusagen eine Runde tiefer, also noch unter den Querbalken drunter. Das müsst ihr aber nicht machen, das sieht man hinterher,
sieht man das nicht. Also ihr könnt dort auch ganz normal zwischen die Maschen gehen. So, und wieder drauflegen. Abstricken. So, und damit haben wir jetzt hier auch die erste mit der letzten Rippe umwickelt und sind, ihr seht's, voll im Muster. Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Also wieder zwei Maschen rechts, zwei Maschen links für insgesamt drei Runden. Und dann wiederholt ihr eben diese acht Runden, die ich euch gezeigt habe. Die Wiederholung von Runde 1, die zeige ich euch noch mal kurz. Dafür stricke ich jetzt meine drei Runden jetzt hier noch mal weg. So, ich habe hier auch wieder meine drei Runden gestrickt. Und jetzt, wie gesagt, geht das Ganze wieder von vorne los. Also wir nehmen hier die ersten sechs Maschen, dann gehen wir dahinter wieder rein, holen uns den Faden, legen den hier vorne auf die Nadel, legen uns das Ganze ein bisschen runter und dann stricken wir die zusammen und stricken unsere Maschen, die jetzt hier auf die Art und Weise umwickelt sind, einfach im Muster ab. So. Und dann hier in die nächsten wieder rein. Ich halte mir das immer mit dem Finger so ein bisschen auf. Dann ziehe ich den Faden an, um das zu raffen. Und dann, ups, stricke ich meine Maschen hier einfach ab. Und dann die zwei linken dazwischen. Und hier schön aufpassen, dass ihr da auch nicht in die Mitte von der rechten Rippe reingeht, sondern wirklich hinter die rechte Rippe. Da muss man immer ein bisschen hingucken. Und dann alle Maschen stricken, wie sie eben im Muster sein müssen. So, und zack, Faden hinter die Nadel. Kommst du her? So, das mache ich jetzt hier ein bisschen schneller. Das habt ihr ja die ganze Zeit schon gesehen. Wir sind ja jetzt auch in der Wiederholung von Runde 1. Die will ich euch einfach nur zeigen, damit ihr hier jetzt bei meiner Socke die erste vollständige Wabe seht, sozusagen. So, das machen wir natürlich auch wieder auf der anderen Nadel und dann rundherum. Und dann seht ihr, hat sich hier eben diese Wabe auf die Art und Weise ergeben. Dann kommen wieder die drei Runden, ne? Die drei Runden im Muster. Und dann wird das Ganze wieder versetzt. Und dadurch ergibt sich eben hier dieses schöne Strickmuster. Keine Bange, das ist auch dennoch elastisch. Ihr seht, ich kann das also wirklich weit ziehen. Also keine Angst, dass hier die Elastizität einbüßt. So, ich hoffe, mein Muster und meine Socke gefallen euch. Wenn dem so ist, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.